Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orcs Must Die. In den letzten, also ja, ich glaube, jetzt kommen echt noch ein paar Parts. Autoballiste sieht gut aus. Bin ich mal gespannt. Schwaches, erbärmliches Kleinkind. Warum lässt du mich dich nicht lehren? Das hat der alte Mann auch immer gesagt. Ich werde mich an deinem Herzen laben und in deinem Blut baden. Das sagte er auch. Zumindest wenn er betrunken war. Ich bin fertig mit dir. Du wirst nie erfahren, welche Freuden wir zusammen erlebt hätten. Hui. Na, das hat er allerdings nie gesagt. Ja. Alles klar. Sehr cooles Spiel. So, ja, es scheint wirklich Richtung Ende hinzugehen auch. Was die Dialoge angeht. Okay, die kommen direkt bei beiden wohl raus, oder? Keine Ahnung. Die rennen dann da hoch und das war's. 13 Runden. Wow, das kann lustig werden. Da werden wir auf jeden Fall eine Blitzabwehr brauchen. Wissen ist Macht. Direkt mal Skilloan. Weicht nicht zurück. Ja, dann nehmen wir doch direkt mal die Autoballiste. Das Blitzding. Jetzt überlege ich, was für eine Waffe wir noch mitnehmen. Nehmen wir die. Eigentlich haben wir jetzt die Blitze. Vielleicht das Slow nochmal. Das Slow-Ding für falls wir einen Endboss, sag ich mal. Wie eben. Ja, wie eben, sag ich schon. Wie in der letzten Folge, da hatten wir diese riesen Eisgolems. Ja, mal sehen. Damit wir die dann slowen können. So, dann nehmen wir natürlich die Stacheln. Barrikaden brauchen wir diesmal nicht. Kommt noch so ein Wächter. Wir haben so viel. Achso, das hatten wir schon. Was nehme ich denn noch mit? Ach komm, das Hochpüsterich-Ding. Achso, jetzt, nee. Voll beladen. Irgendwas nicht. Das Ding nicht. So. Passt schon. Jetzt mal die Autoballiste angucken. Okay, die setzt man oben drauf. Wie viel kostet die überhaupt? 1000? Oh yeah. Alles klar. Saugeil. Ja, die Steuerung spinnt immer noch so ein Genau bisschen. da ist es. Hier haben wir Ballisten. Ja, okay. Oh Mann. Das wird eine schwere Map. Das wird klasse. Alter, man kann ja nichts aufbauen. Ja, gut. Das wird Spuren hinterlassen. Gleich noch auf dieser Seite. Alter. Nervt die Steuerung. Also, sie so spinnt. Ja, okay. Dann releasen wir mal die Horde. Für die Horde. Ah, ich glaube, wir haben ja jetzt schon direkt geskillt, das von unseren Zaubern getötete Viecher. Oh, was ist das denn? Ein Giftvieh. Mehr Kohle gibt, ne? Alter! Diese Steuerung! Also, wenn ich irgendwas aus Versehen mal setze. Nicht meine Schuld! Das switcht die ganze Zeit hin und her. Ja, okay, die kann da bleiben. Das kann da eigentlich auch bleiben. Sieh mal, ob das passt. Alter.
So, wie geht die Balliste ab? Ja. Ich glaube, die geht jetzt nicht so ab. Dafür, dass sie 1000 wert ist. Ein Bogenschütze ist außer Gefecht. Lass uns das nochmal machen. Klassisch. Das wird kein bisschen wehtun. Ja, so, jetzt nochmal hier. Spaltabwehr. Kriegsmagier. Nein! Fliegeviecher. Oh, habe ich gar nicht dran. Oh, ich habe gar nicht geguckt, was die Viecher. Was für Viecher kommen. Ah, gut, dass die Ballisten wohl auch das Ding abschießen. Alter! Weberin, Mana-Vorrat erhöhen, Orkzombie skillen. Weicht nicht zurück. Und jetzt Bogenschützen holen. Nennt mir eine Richtung. Nennt mir eine Richtung. Ja. Ja. Ob die hier treffen? Ja, müssten sie. Alter, ich. Ich verstehe nicht, warum das switcht. Ich drücke nichts. Ah. Siehste, da kommt ein Riesenvieh. Auf beiden Seiten etwa. Das ging gut ab. Schick. Das auch. Hm. Das wird klasse. Gucken, ob das überhaupt wirkt. Hammer. Was für eine Sauerei. Oh, super. Wollte der hier durchkommen? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Pum. Nein. Huch. Ach, ein Ork-Zombie. Meine Füße tun weh. Ah, da habe ich doch Nolle gehört. Das wird sich hübsch an dir machen. Ein Bogenschütze ist außer Gefecht. Bogenschütze ist gefallen. Wow. Oh! Keiner ist durchgekommen. 7 von 13 Fällen. Okay. Oh Mann. Ich muss echt noch eine bessere Abwehr hier oben finden. Oh, und diese Steuerung. Das wird Ihnen gefallen. Wie Baldrian, aber für Orks. Wir haben jetzt hier genug Kohle.
Zack, zack. Das wird euch helfen. Oh ja.